Hallo, ihr Kryptorianer. Hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision und heute mit ein paar Ripple XRP News. Es hört nicht auf, wie breit dieses Netzwerk werden wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte zuerst einmal auf folgende Nachricht eingehen, weil die ist richtig klasse. Da wir immer wieder zu kämpfen haben mit diesen Schubläden, in denen wir Kryptorianer immer reingestopft werden, zwecks diese unglaublichen Dinge wie Terrorfinanzierung, Schwarzgeld, Steuerhinterziehung etc., sehen wir hier, dass das US-Finanzministerium in Zusammenarbeit mit Binance hier einigen IT-Verbrechern auf die Spur gekommen ist, gesteuert von den Nordkoreanern. Das Finanzministerium nimmt böswillige Cyber- und illegale Aktivitäten von IT-Mitarbeitern der DVRK ins Visier. Und da wird einmal darauf eingegangen, warum dieses Geld hier geklaut worden ist, unrechtmäßige Waffen, Massenvernichtungswaffen etc., ballistische Raketenprogramme. Hier, Zitat, die heutige Aktion unterstreicht weiterhin die umfangreichen illegalen Cyber- und IT-Operationen der DVRK, die die rechtmäßigen Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketenprogramme des Regimes finanzieren. Finde ich hochinteressant und da sehen wir mal die großen Vorteile von Krypto. Es ist einfach nachvollziehbar, denn auch die Hamas hat mittlerweile aufgehört, über Bitcoin eben Gelder zu empfangen. Letzten Endes ist es einfach klar ersichtlich, von welcher Wallet wohin Geld gegangen ist. Und dann kommen die natürlich früher oder später diesen Gaunern und Verbrechern und was weiß ich auf die Spur. Darum sind wir investiert und darum brauchen wir regulatorische Klarheit weltweit. Aber dann gehe ich jetzt gleich nochmal ins Thema rein, Ripple XRP. Ripple hat den New Value Report 2023 veröffentlicht, Top 5 Krypto-Trends in der Wirtschaft und darüber hinaus. Und da gehe ich auf diese 5 Punkte gleich mal ein. Die wichtigsten Krypto-Trends 2023 in der Wirtschaft sind: erstens, die Aussichten für Kryptowährungen bleiben überwältigend positiv. Zweitens, die hohen Erwartungen spiegeln sich in realen Einsätzen wider, sprich Adoption und Anwendung. Die Vorfreude auf tokenisierte reale Vermögenswerte wächst weiter. Viertens, Zahlungen sind der wichtigste Anwendungsfall für das Halten von Krypto. Und fünftens, DeFi kommt zu einer Institution in ihrer Nähe. Kann man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das war eine repräsentative Umfrage unter Marktteilnehmern und das finde ich ganz interessant, sowas einmal zu lesen, damit wir auch die Ruhe bewahren und wissen, wohin die Reise geht. Aber Ripple haut ja nicht nur Berichte raus, sondern auch deren Partner. Also indirekt wächst Ripple weiter. Tunes kooperiert mit D360, um grenzüberschreitende Sofortzahlungen zu ermöglichen. Die 360 Bank, Saudi-Arabiens neue digitale Bank, gab ihre Partnerschaft mit Tunes, einem globalen grenzüberschreitenden Zahlungsinfrastrukturplattform, bekannt. Die Zusammenarbeit wird D360 Kunden in Saudi-Arabien in die Lage versetzen, schnelle und kostengünstige B2B-Geschäftszahlen und internationale Überweisungen weltweit zu tätigen. Also nicht nur Cross-Border-Payments, sondern auch direkte B2B, Business-to-Business-Zahlungen zu gewährleisten, auch innerhalb Saudi-Arabiens. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer ist denn Tunes, dann kopf ich gleich mal auf den nächsten Reiter. Das ist eine Nachricht vom Juli 2022. Tunes kooperiert mit der Atiyawa Bank, entschuldigt Leute, und erweitert Bankauszahlungsdienste in ganz Marokko. Tunes, ein globales Unternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen, ist eine strategische Partnerschaft mit der Atiyarivafa Bank, eine der größten Banken in Marokko und Afrika, eingegangen. Diese Partnerschaft ermöglicht es jedem der fast 30 Millionen Bankkontoinhaber in Marokko, eingehende Zahlungen direkt auf sein Konto zu erhalten. Die globalen Kunden von Tunes werden die Möglichkeit haben, nahtlose, kostengünstige und Echtzeitzahlungen auf Bankkonten in Marokko zu senden.
Tunes ist über Ripple, den führenden Anbieter von Unternehmens- und Blockchain-Lösungen und seinen globalen Finanztechnologie RippleNet mit der Atisharva Bank verbunden. Die Verbindungen zu RippleNet und Tunes ermöglicht es den Kunden der Bank, Überweisungen aus der ganzen Welt zu erhalten, die über das Tunes-Netzwerk in wenigen Sekunden initiiert werden. Die Kunden anderer marokkanischen Banken sind über das lokale Clearing erreichbar. Gas, Gas, Gas. Tunes, also nicht nur in Saudi-Arabien und dann natürlich in Verbindungen in den kompletten Nahen Osten-Bereich, sondern auch in Afrika und das schon seit über einem Jahr. Das sind so die Dinge, die mich einfach extrem bullisch lassen. Und dann bleiben wir bei Ripple-Partnern und gehen wir mal zu dieser Meldung. Airbelex lässt sich in TrueLayer integrieren, um Innovationen im Open Banking Zahlungsverkehr zu ermöglichen. Die globale Zahlungsplattform Airwallex hat sich mit dem Open Banking Zahlungsnetzwerk TrueLayer zusammengetan, um Unternehmen innovative Zahlungslösungen anzubieten. Durch die Partnerschaft wird TrueLayer in der Lage sein, die globale Zahlungs- und Finanzinfrastruktur API von Airwallex zu nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen auf globaler Ebene zu entwickeln. Ja, und da komme ich doch mal hier hin. Im Gegenzug profitieren die Kunden von Airwallex von sofortigen, sicheren Konto-zu-Konto-Zahlungen, die die Eingabe von Karten oder Bankkontodaten überflüssig machen. Airwallex ist Ripple-Partner. Auch hier geht es einfach weiter. Und dann gehe ich nochmal zurück, um das auch noch aufzuzeigen. TrueLayer-basierte Zahlungen bieten Kunden in 15 europäischen Märkten bereits Closed- and Open-Loop-Optionen. Aber durch die neue Partnerschaft wird das Unternehmen in der Lage sein, verbesserte Echtzeitzahlungen und Treasury-Optionen, Operationen zu liefern. Ah, das sind immer so Fremdwörter-Geschichten. So, jetzt seht ihr mal, wo die Reise hingeht. Weiterhin, ich bleibe bullish. Ich finde es sensationell, was Ripple hier tut, beziehungsweise auch die Partner. Das kriegen wir teilweise gar nicht mit, denn hinter verschlossenen Türen werden solche Deals eingepackt und dann wird diese Nachricht lanciert und veröffentlicht. Und da müssen wir immer wieder einen Blick drauf werfen, wer ist denn Ripple Partner und wer nicht. So, das war's jetzt mal. Kurz und knackig, kurzes Video über die Fortschritte, die Ripple hier tut. Wir warten weiterhin auf das Urteil von Richterin Annalisa Torres. Wird gut ausgehen, denke ich. Im nächsten Video geht's mal über BRICS. Ganz interessant, was da auch mit Ripple meiner Meinung nach zu tun hat. Ganz heißer Stoff, könnt ihr euch darauf freuen. Von mir, von Herzen, werdet Zeit, bleibt gesund. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Ciao. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economic of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon.
Einstein, a former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's High-Level Advisory Board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payment Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.